Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 26. November 2014. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, Astrologie ist ja ein Modell, was im Grunde auch auf Erfahrung aufbaut. Das heißt, neue Erfahrungen sollten auch dazu führen, dass Astrologen ihr Modell verändern. So gesehen habe ich in der letzten Zeit gehört, dass viele Menschen unter starkem Druck gelitten haben oder leiden und dass es auch die eine oder andere schlechte Nachricht gab. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt mit den zwei unterschiedlichen Energien, die ich gestern im Tageshoroskop beschrieben habe. Einerseits eben das Quadrat der Sonne zum Neptun, was morgen genau wird. Und was sehr viel damit zu tun hat, sich mehr um feinstoffliche Energien zu kümmern, also Tagträumereien, nach Visionen zu suchen, also eine Energie, die nicht unbedingt alltagstauglich ist. Und auf der anderen Seite hier Merkur, der auf Saturn steht, den er heute Morgen erreicht hat, also jetzt schon über die Genauigkeit rüber ist, was im Skorpion einen gewissen Druck erzeugt hat, ein starkes Beharren auf der Realität, eine Beschränkung auf das Wesentliche. Und diese unterschiedlichen Energien, einerseits die Ausweitung, andererseits die Zusammenziehung, das macht dann halt einen gewissen Druck, weil wir vielleicht mit einer Seite reagieren und die andere Seite dann außen vor lassen, die sich dann beispielsweise psychosomatisch oder als Gefühl bemerkbar macht und dadurch kommt eben dieser Druck oder irgendwelchen anderen Dinge zustande. Letztlich gilt es in der natürlichen Rhythmik immer einen Weg zu finden, mit den Energien, die wir vorfinden, umzugehen, ähnlich wie wir das mit den Jahreszeiten oder dem Wetter haben. Wie sieht es jetzt aktuell aus? Merkur ist jetzt über Saturn rüber, befindet sich im 28. Grad des Skorpion. Und ist auf dem Weg ins nächste Zeichen, in den Schützen, in dem Merkur ganz früh am Freitag eintreten wird. Das bedeutet auch, dass wir allmählich daran gehen müssen, tatsächlich Visionen zu entwickeln, die Kommunikation zu suchen, um neue Lösungen, um neue Wege zu finden, speziell in unserem Umfeld, aber auch kollektiv als Gesellschaft. Das Sonne-Neptun-Quadrat, eben schon erwähnt, ist morgen früh perfekt. Das heißt auch heute ein ähnlicher Tag, wo vielleicht die Energie für Alltagsdinge, für konkrete Dinge nicht immer so vorhanden ist, obwohl der Mond im Steinbock eigentlich genau das fördert, was wieder diese schwierige, unterschiedliche Energiesituation ausmacht. Also auch heute gilt es tatsächlich einerseits mit dem Mond im Steinbock uns auf das Wesentliche auszurichten, andererseits offen zu sein für Visionen und Träume. Diese Energie wird sich dann sozusagen zum Wochen hin etwas ändern, was ich aber dann besprechen werde. Ich wünsche uns allen einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.